Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, ich habe einige Quäkennester in meinem Garten. Hier ist auch schon ein Prachtexemplar. Was können wir tun, um hier diese Quäke zu bekämpfen? Und warum sollen wir die eigentlich schnellstmöglich bekämpfen? Dazu muss ich mal kurz ausholen, etwas Theorie. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Der eine schwört auf die chemische Keule, da bin ich jetzt kein Freund von, weil wir die Quäke einfach nur bekämpfen können mit einer richtig fetten chemischen Keule. Und dann könnt ihr euch auch von eurem Rasen verabschieden. Das wollen wir nicht. Ihr müsst wissen, die Quäke selber ist ein rhizombildendes Gras. Das heißt, es wachsen hier unterirdisch irgendwelche Kanäle, wo aus diesen Kanälen der nächste Trieb nach oben wachsen kann. Und das ist hier eine Sache, da sollten wir bedenken. Des Weiteren vermehrt die Quäke sich. Ich zeige euch das mal hier an einem anderen Prachtexemplar. Hier, da wächst so ein Ehrenhalm hoch. Ja. Über diese Ähren vermehrt sich die Quäke. Und jetzt müssen wir natürlich beides bekämpfen. Wenn ihr jetzt hier einfach mit dem Rasenmäher drüber fahrt, verteilt ihr natürlich automatisch schon die Ähren. Und wir müssen die Rhizome unten, die Kanäle, die müssen wir auch erwischen. Tja, über die Herbizide haben wir schon gesprochen. Das heißt, die ganze Wiese wäre dann auch Geschichte. Ist natürlich keine Option. Folie auslegen, ja. Der Pflanze einfach das Licht entziehen, ja, ist eine Möglichkeit. Kann aber bis zu 1 oder 2 Jahren dauern. Und dann habt ihr immer noch nicht die Sicherheit, dass wirklich hier alle Triebe abgestorben sind. Ich kann euch nur empfehlen, stecht diese Pflanze großräumig aus. Jetzt würde ich das hier mit einem, oder ich empfehle es, mit einem Unkrautstecher. Ich gehe einfach her und einfach großflächig um diese Quäke herum steche ich hier die Geschichte aus. So, ich habe die Kamera mal eben aufs Stativ gestellt. Jetzt gehen wir nämlich her und müssen jetzt richtig tief hinein, weil wir müssen in dem Falle, nehme ich sofort die zweite hier mit, großflächig drumherum. So, wir müssen diesen Kollegen samt Wurzel, den müssen wir herausbekommen. Und hier seht ihr auch schon, was die hier an Wurzeln gebildet hat. Wahnsinn. Versucht richtig tief reinzustechen, dass ihr dann die Wurzeln auch alle wegbekommt. Schaut euch mal das Wurzelwerk hier an. Und diese Wurzeln, ja, die werden wir jetzt hier entsorgen. So. Tja, jetzt heißt es natürlich nur noch nachfüllen. Mutterboden habe ich mir gerade aus dem Blumenbeet nebenan geholt. Das fülle ich jetzt mal eben auf. So, aufgefüllt haben wir es. Jetzt verdichte ich das eben auf normale Art und Weise. Mal ein bisschen Wasser reinkippen. Ja, dann kommt etwas Nachsaatrasen drauf. Und da ich ja hier kein Buffet für Vögel aufbauen möchte, nehme ich jetzt noch ein bisschen Mutterboden und gebe den natürlich über den Grassamen, damit der auch, das Steinchen weg, damit der Rasensamen natürlich auch ein bisschen bedeckt ist. So, Steinchen wieder weg. Das sieht schon mal gut aus. Dann nur noch andrücken und zu guter Letzt natürlich wässern. Hier ist natürlich nicht so, dass ihr euch die Rasensamen wieder wegschwimmen. Tja, und das ist meiner Meinung nach die effektivste und wirkungsvollste Anwendungsmethode, was ihr gegen Quäken im Gras, im Rasen machen könnt. Also wie gesagt, Herbizide bin ich kein Freund von. Auch nicht von Folie. Hier,
jahrelang den Garten abzudecken. Für mich absolut kontraproduktiv. Und ja, ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir. Ich habe noch das ein oder andere Queckennest, welches ich jetzt ausheben werde. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Kanal abonnieren, natürlich auch gerne genommen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Ja, das war unser Video. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auch bestimmt in einem der nächsten Videos.